Herzlich willkommen zu dieser Online-Plattform für Office-Programme. In diesem kurzen Lernfilm möchte ich dir zeigen, wie du am effizientesten mit diesen Materialien arbeiten kannst. Vielleicht sieht es bei dir auch schon gar nicht mehr so aus. Auf dieser Plattform kommen laufend neue Lerneinheiten dazu und entsprechend kann sich da auch das Menü oder der Inhalt einer Einheit ändern. Prinzipiell ist aber die Arbeitsweise immer dieselbe. Es beginnt mit einem Inhaltsverzeichnis. Natürlich kannst du auch scrollen, aber über das Inhaltsverzeichnis kannst du direkt zu jenem Punkt springen, an dem du das letzte Mal stehen geblieben bist. Als Anleitung habe ich meist YouTube-Playlists eingebettet. Die kennst du vielleicht, wenn du da oben links draufklickst. So siehst du alle Filme. Und wenn du jetzt das letzte Mal schon die ersten drei gesehen hast, kannst du hier mühelos beim vierten weiterfahren. Ich erkläre dir Schritt für Schritt an meinem Computer, wie ich da vorgehe. Und am besten schaust du das zionenweise, rufst das entsprechende Programm auf, machst ein paar Schritte, bevor du wieder zurückgehst zu deinem Film. Praktisch ist hier bei Windows 10 auch diese Taskansicht, über die du bequem zwischen den verschiedenen Fenstern hin und her wechseln kannst. Unter den Filmen findest du meist eine Übersicht über die einzelnen Clips in dieser Playlist und mit den entsprechenden Inhaltsangaben, damit du dir vorstellen kannst, was wo erklärt wird. Und wenn du nachträglich etwas nochmals nachschlagen möchtest, so findest du schnell den richtigen Film wieder. Über diese Links kommst du nämlich direkt zur entsprechenden YouTube-Seite, wo du den Film auch formatausfüllend anschauen kannst. Und das kann manchmal von Vorteil sein. Zu vielen Übungen gibt es auch Materialien, die du herunterladen kannst über diesen Link, der unter den Filmen ist. Diese werden in dem Downloads-Ordner abgelegt und über einen Doppelklick automatisch entpackt. Ich lege sie meist auf den Desktop, weil ich sie hier bequemer öffnen kann. Oft hat es in diesen Materialien eine Übung im Word-Format und manchmal auch die Lösung als PDF, damit du dich orientieren kannst. Um wieder schnell zum Inhaltsverzeichnis zurückzukehren, hat es zwischen den Übungen immer diesen Link nach oben und somit kannst du dich auf sehr langen Seiten sehr bequem bewegen. In manchen Kapiteln hat es auch solche Theorieeinheiten, die du durchspielen kannst oder Online-Übungen, mit denen du dein Wissen vertiefen oder trainieren kannst. Ja, und ich denke, damit ist nun alles gesagt. Ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß bei der Arbeit mit diesen Online-Materialien.